herzlich willkommen zu dem Tag am Sonntag. Heute habe ich mir den Universal-Tag vorgenommen. Und bevor wir mit dem Tag starten, im Hintergrund weiß ich noch nicht, was läuft, weil ich wieder nicht weiß, wie lang das Video wird. Erste Frage. Normales Minecraft-PvP oder Sub-PvP? Das normale PvP ist Survival-Games und Sub-PvP Hardcore-Games. Und ich finde normales Minecraft-PvP eindeutig witziger. Frage 2. Welche Musik ist die beste zum Zocken? Elektro. Pokémon oder Yu-Gi-Oh? Eindeutig Pokémon. Zelda oder Mario? Schwer. Mario. Obwohl ich beides sehr gern mag. Gamer-Laptop oder Tower-PC? Eindeutig Tower-PC. Ich finde Gamer-Laptops irgendwie nicht so cool. Weil, keine Ahnung. Mir gefallen PC ist viel besser. Wann bist du zu Minecraft gekommen? In welche Version? Ich bin vor, weiß ich nicht, ein, zwei Jahren auf Minecraft gekommen. Ein Freund von mir hat es mir mal gezeigt und hat eigentlich gesagt, das Spiel ist so scheiße. Der hat das ja nicht runter. Und ich so, okay. Keine Ahnung, warum er mir das gesagt hat. Eine Woche später hatte er das Spiel aber. Und er so, boah, ich hab voll den Blödsinn erzählt. Das Spiel ist eigentlich voll geil. Und ja. Dann habe ich es mir auch geholt, am Anfang gecrackt, dann aber später habe ich es mir gekauft und angefangen habe ich mit der Beta 1.7. Lieblings-YouTuber, LeFloid eindeutig. Qualität oder Quantität auf deine YouTube-Videos bezogen? Mittelding. Es ist sehr schön, wenn die Videos gute Qualität haben, also so wie bei so halbwegs, wo wir sich halbwegs viel Schneidarbeit machen, aber auch das regelmäßig Videos kommen, also ein Mittelding ist schon ganz gut. Hintergrundmusik bei YouTube-Videos oder nicht? Also Hintergrundmusik ist, glaube ich, schon eines der wichtigsten Dinge, wenn man Player sein will, weil die Musik macht einfach alles viel chilliger und es passt auch viel besser zum Video. Was ist dir wichtiger, Abos oder Views? Beides ist eigentlich wichtig, finde ich. Natürlich sollte man YouTube aus Spaß machen, aber am meisten freut man sich eigentlich über beides. Also ich kann jetzt nicht sagen, über was ich mich mehr freuen würde. So, und die letzte Aufgabe ist, tagge zwei weitere Leute und zwinge sie dazu, diesen Tag zu machen. Ja, die erste Person, die ich tagge, ist YouCrow, ein sehr witziger YouTuber, den würde ich sehr gerne taggen. Und Let's Play Genius 1. Er ist eigentlich ein Nintendo Let's Player, aber vielleicht macht er den Tag ja, vielleicht überwindet er sich ja. Mich würde es freuen. Und dann würde ich sagen, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, schönen Tag noch. Tschüss. Should have told you I'm money in a city that I'm from. I'ma sip until I feel it, I'ma smoke it till it's done. I don't really give a fuck, and my excuse is that I'm young. And I'm only getting older, somebody should have told you I'm on one. Yeah, fuck it, I'm on one. Yeah, I said I'm on one. Fuck it, I'm on one.